weil das ja automatisiert gehen soll. Wir brauchen dafür einen Export. Flup. Und wir brauchen noch einen Export. Oh, ich liebe dieses automatische Crafting-System. Es zickt zwar manchmal rum und ist ein bisschen eigenwillig, aber vom Prinzip her funktioniert es. Und das ist das Gute dabei. Wir wollen noch ein paar Fassaden haben, um das ein bisschen schöner zu machen. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass wir irgendwann mal unsere Dekoration des Hauses anfangen. Und wenn nicht schlecht, wenn wir irgendwas aufbauen, das schon mal anfangen, ein bisschen schöner zu machen. Den ganzen Spaß bauen wir einfach mal hier hin. Direkt über den Villagern, die da unten gerade am Feiern sind. Ja, um euch kümmere ich mich auch noch irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Ihr habt ja in der Theorie hier ausgedient, aber... irgendwie finde ich das ganz cool, so ein paar Villager mit einem Haus zu haben. Und das ist halt Haus ein bisschen bevölkert. So. Ein Anschluss von unten. Ein Anschluss von hinten. Hierzu. Hierzu. Da haben wir ja unser Alumentum. Toll, dass ich ja hier zugemacht habe, wenn ich da unten nochmal ran muss. Oh. Diese Villager. So, dann haben wir unseren Zeppling hier mit dabei. Zwar soll das alles verbrannt werden. Und der ist da schon voll in Action. So. So. So, schön alles dicht. Dann soll noch unser Markieren. Wir brauchen noch Jar-Markierung-Gedöns. Jar-Labeler. Haben wir genau drei Stück noch rüber. Das ist optimal. Bist du hier? Ja, du bist da ganz okay. Nee, Herber wollte ich eigentlich eine Station höher haben. Herber rein. Nicht Herber. Nicht Herber. Nein. Genau das. So. Da kommt jetzt Herber rein. Optimal. So, die beiden wollen wir nicht. In der Theorie könnten wir die irgendwo noch da hinten mit verfrachten, aber das ist mir zu blöd. Das heißt, die beiden Spaßvögel werden gewoidet. Da haben wir einfach hier eine Jar. Hier eine Jar. Essentia Tube. Da wird es weggefüllt. Und unsere letzte Jar packen wir mal. Hier? Hier? Packen wir hier hin. Da kommt unser interessantes Herber rein. Warum dampfst du? Du sollst nicht dampfen. Hör auf zu dampfen. Dampf bedeutet, dass du Ressourcen verschwendest. Von denen können wir unendlich haben. Aber so wie das Teil voll ist und der voll ist, hört er auf, Stuff zu verbrennen. In der Theorie. So. Was wir hiermit machen können, wir nehmen das mal mit. Ist nämlich folgendes. Wenn wir jetzt zu unserer Farm hier oben wieder hochgehen, die ja schon einiges nochmal produziert haben sollten. Genau ein Mana-Bean. Okay, diese Mana-Beans brauchen ewig und drei Tage zum Wachsen. Und zwar, wenn wir hier mal ein paar Leaves abcutten. Du bist nicht das mit der Node, oder? Nein, bist du nicht. Das ist gut. Dann können wir dich nämlich abhacken. So, jetzt kommen hier nämlich unsere Lamp of Growth zum Einsatz. Und zwar möchte ich ganz gerne hier eine. Und hier eine. Die sorgen jetzt dafür, dass unsere Beans schneller wachsen. Aber die sorgen erst dafür, wenn sie Herber in der Nähe haben. Wenn ich die also hier hinstelle, seht ihr? Die saugen sich das Herber auf und fangen an zu leuchten.
Und ihr seht immer mal wieder auf den hier so ein paar Partikel rum glühen. Mal sehen, ob ich den Effekt sehe. Also die normalen kleinen hier, die rumfliegen, die meine ich nicht. Das ist so eine Animation. Die zwei da könnten eigentlich geerntet werden. Meister mit dem Hut auf. Ernte mal die zwei da hinten. Los, Bewegung. Da sind zwei fertig. Die kannst du ernten. Oder auch da. Vielleicht sind die noch nicht fertig. Auf jeden Fall beschleunigen die den Wachstum. Da ich aber nicht immer eine Jar hier hochtragen will, machen wir den ganzen Spaß anders. Du kommst wieder mit. Und zwar habe ich dafür unsere tollen Spiegel gemacht. Baba. Nur zwei. Wir knallen da jetzt nämlich eine gegen. Und wenn wir den jetzt Rechtskick drauf machen, dann seht ihr, dann ist der gelinkt. Das heißt, dieser Spiegel ist jetzt mit dem verbunden. Linked to Gedöns in Gänskirchen. Das heißt, hier kann ich zwei Spiegel miteinander verlinken und das kommt jetzt nach oben. Dahin, wo gerade unsere Jar stand. Ihr seht, die Lampen sind wieder aus und blub. Jetzt zieht er sich das nämlich von unten. Ist das geil oder ist das geil? So, das kann jetzt fröhlich wachsen. Die zwei Lampen tun ihren Job. Und die zwei anderen Lampen habe ich für einen anderen Zweck erschaffen. Nämlich... Blub. Wieder verbunden. Haben wir ja noch Pflanzen im Keller, die wachsen, schneller wachsen wollen. Und damit meine ich nicht unsere riesige Farm, sondern ich meine ganz speziell diese Büsche hier. Die finde ich nämlich ganz cool, wenn die auch noch ein bisschen schneller wachsen würden. Hat sich hier drin ein Fledermaus verirrt? Hat sich. Na Buddy, wie geht's? Und zwar machen wir einfach mal da und da und einen Spiegel in der Mitte. Und der befeuert die jetzt auch. Die sorgen dafür, dass diese Büsche schneller wachsen. Beziehungsweise schneller Beeren generieren. Bist du raus? Ja? Okay. Kein Problem. Kann ich hier wieder dicht machen. Das heißt mehr XP, weil unser Tank ist immer noch leer. Ich glaube, der war völlig überflüssig, dass wir den gebaut haben. Aber wir werden ja mal sehen. Wo wir jetzt einen Wachstumsschub kriegen, vielleicht bringt das ja was. Schauen wir mal hier oben. Das ist nicht oben, wo ich schauen wollte. Hier oben wollte ich schauen. Wie geht's denn hier voran? Jetzt müssen eine Malabin mehr. Ihr zwei macht hier euren Job, ja? Gut, okay. Ich lasse euch mal in Ruhe, könnt ihr arbeiten. Hat mich nicht zu interessieren. So, du zurück, du zurück, du zurück. So, 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 so. So, so, so. So. So, jetzt ist die spannende Frage, was machen wir als nächstes? Es gibt noch so viele Dinge, die wir machen könnten. Wir könnten anfangen mit der Dekoration des Hauses, aber ich denke, das ist etwas langweilig gerade. Das mache ich an irgendwann mal als Special-Episode. Erstmal können wir die Stäbe zum Aufladen noch hinpacken. Dann chargen die wieder. Sehr schön. Dann können wir was futtern, damit unsere Hilfsbar voll ist. Ich denke, wir könnten uns auch nochmal einem anderen Projekt widmen. Und zwar haben wir ja vor x Jahren mal Arc Magica angefangen. Das Problem bei Arc Magica ist immer... Oh, wir haben so einen Skillpunkt frei. Was nehmen wir denn da mit? Lassen wir den erstmal frei. Das
Problem bei Arcmagica ist, dass man relativ viel Mana verbrät. Und da möchte ich ganz gerne was bauen, dass es gibt nämlich Mana-Tränke. Die hier. Das wäre doch ganz cool, wenn wir die automatisiert herstellen können. Dazu brauchen wir den hier. Und so. Den Lesser Mana-Trank. Den kann man im Endeffekt aus jedem Potion, Potion of Swiftness, Potion Smash, Sick Potion, Wonder Potion. Das ist einfach nur Wasser mit einem Nether. Das klingt doch ganz gut. So, und das Brauen, das können wir... Ah, Decke. Können wir doch hier uns irgendwo hinstellen, dass wir uns hier die Mana-Tränke brauen. Oder was meint ihr? Klingt das gut oder klingt das gut? Zuerst müssen wir nicht sagen, wie man diese Bottles macht. Das ist ja noch recht simpel. Guck mal, ja. Nee, nicht du, sondern du. Ja, einfach Water. Moment, war das eine ganz einfache Water-Bottle? Will ich jetzt mal ausprobieren. Wir müssen auch irgendwie an Sugar rankommen. Das heißt, wir müssten, glaube ich, noch eine Farm für Sugar aufbauen, um das hinzukriegen. Wir haben im Keller ja noch genug Platz für zig Farmen. Was war das? Zucker und Seed. Wenn ich da ganz normale Wasserbottles brauche, dann muss ich da auch keinen automatisch braunen bauen, sondern dann kann ich das auch... Hier haben wir eine Waterbottle. Mal sehen, funktioniert das tatsächlich mit einer ganz normalen Wasserflasche? Ja. Okay, so viel dazu. So, das ist unser System, weiß jetzt, wie man die hier craftet. Die packen wir einfach mal hier auf eine neue Page. Wir haben 8 Pages. So, nachdem du weißt, wie du das machst, bringe ich dir bei, wie du das machst. Das sind die hier. Dann sollst du wissen, wie du aus denen den machst. Wie du aus denen den machst. Encode. Dann musst du noch wissen, wie du das hier machst. Ah ne, das ist Vincium doch. Da haben wir so viel, damit können wir uns totwerfen. Und ich glaube... Der Epic-Mana-Trank, den können wir auch noch machen. Der braucht nur ein Arcane Ash. Und Arcane Ash macht man so. Den Legendary, glaube ich, das können wir nicht machen, weil wir von diesen Pflanzen nicht genug haben. Damit weißt du, wie du das machst. Dann weißt du, wie du den machst. Habe ich den jetzt weggeworfen? Muss er hin? Ach ne, ich habe ihn noch im Winter. Sehr gut. Der, das und das. Und um das Ganze in einem Bundle zu haben, sage ich dir jetzt noch, wie du so ein Dreierbundle draus machst. Wunderbar. Was wir dafür brauchen, ist eine konstante Sugarversorgung. Die Seeds haben wir ja unendlich. Und wir brauchen Netherrack. Wir haben 780 Netherrack. Das reicht für eine ganze Menge Tränke. Aber ja, das war die falsche Taste. Eine Nether Furnace. Interessant. Ne, eigentlich wollte ich... Wie komme ich hier nicht ran? Über Scrapboxen. Bei einer Slack Furnace könnte ich das aus dem hier raus gewinnen. Carbon da nicht. Okay, ich komme an dich gar nicht ran. Das heißt, ich müsste dich tatsächlich abmeinen. Oder irgendwie über Scrapboxen machen. Netherrack, Netherrack. Interessant. Das sind das, glaube ich, eine 120%ige Chance, das bei rauszukriegen. 120, 120.
Ja, dann haben wir bei dem Netherrack auf jeden Fall keine Wahl. Der ganz normale Stone. Muss man sehen, weiß er eigentlich, wie man Stone craftet? Wenn ich dir sage craften, okay, du weißt, wie man Stone craftet, das ist gut. Das heißt, den ganzen anderen Spaß weißt du auch. Wenn ich dir jetzt sage, mach mir mal einen von... Oh Gott! Okay, wie heißt das Ding, was ich haben möchte? Arcane Compound. Tu mir mal einen craften. Tu mal am besten zwei craften. Das kann ich dir nämlich sagen. Du kannst aus einem Arcane Compound... Stimme ist gerade beim Versagen. Bist du voll? Du bist voll. Du hast aber noch Platz. Nothing happens. Was ist los? Sind meine Endprodukte hin? Da war er ziemlich schneller, als ich da gedacht habe. Das müsste jetzt Arcane Ash sein, was dabei rausgekommen ist. Ja, haben wir auch. Zwei Stück. Nicht drei. Nicht vier. Gottes Willen. Zwei. Sehr schön. Du kannst mir daraus zwei machen. Tada. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt noch unser Sugar-Problem. Was kann ich aus Zuckerrohr machen? Kann ich das noch irgendwo rausmachen? Das war gerade informativ von hinten. Kommt, wenn man seinen Messenger nicht anhat. Aus hat. Warte. Hä? Ich habe gerade auf die Seeds geklickt. Nee, dich wollte ich. Ich kann nicht aus Sugarcane machen. Ja. Bienen können dich herstellen. Okay, ich komme um eine Zuckerrohrfarm nicht drum herum, um das zu machen. Interessant. Ich habe kein Zuckerrohr. Das heißt, wir müssen mal kurz ein bisschen Zuckerrohr sammeln gehen. Hier in der Nähe wird doch bestimmt alles schon abgebaut sein. Wollen wir uns auf den Weg bitte gehen, können wir auch eine Note mitnehmen. Wenn man schon mal dabei ist. Werden nicht reichen. Holz. Blub, 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 blub. Das reicht. Dann mein Stab. Kommst du her? So. Wir brauchen Zuckerrohr. Weil wir wollen uns Potions herstellen. Hm, Zuckerrohr und eine Note. Haben wir noch die Note-Klamotten dabei? Ja, haben wir. Zuckerrohr, Zuckerrohr. Da. Ja, das. Büsche. Ich habe meine Textur ein bisschen runtergedreht, deshalb sehen auch die Leaves und die Büsche so ein bisschen komisch aus. Damit das ganze Spiel flüssiger läuft und für euch angenehmer zu gucken ist. Zuckerrohr oder eine Note, eins von beiden. Give me... Da wäre eine Note. Was hast du denn drauf? Ja, nicht so der Hit. Aber ist okay. Nehme ich trotzdem mit. Man sieht, das gewittert. Gewitter. Aber hier auf dem Server ist eh irgendwie schlecht Wetter eingestellt.
ist grafisch nicht ganz okay, aber passt. Wir haben 7 Zuckerrohr. Das sollte uns eigentlich reichen. Dann mal nach Hause. So, so. Die Base ist am Laden. Die Base ist geladen. Stellen wir erstmal die Note nach oben. Lade schneller. Jetzt hängt das. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass das hier abstürzt. So, die Note ist am Platz. Der Stab auch. So. Und jetzt ist die Frage, wo wir unsere Zuckerrohrfarm hinstellen. Und wie groß die eigentlich wird. Das Gute an Zuckerrohr ist, wir brauchen nur einen Harvester. Harvester. Ich hätte vielleicht beim Crafting gucken sollen. Ihre Axt. So ein Spaßvogel. Damit haben wir unseren Harvester. Pipe für Energie. Dann ein Interface. Level Emitter. Interface, Level Emitter. Kabellage. Das war's auch schon. Wir brauchen ein Upgrade dafür, aber ich weiß immer noch nicht, wo wir die Farm hinstellen sollen. Ah! Wo macht sie Sinn? Draußen in den Garten wäre doof. Und hier will ich ja noch später mal dekorieren irgendwann. Das heißt, die Farm kommt auf jeden Fall in den Keller. Aber ich will die nicht so groß machen. Ich meine, ich brauche doch nicht so viel Zucker. Nicht mal ansatzweise. Das wären die einzigen Farmplots, die noch frei wären. Hier hätten wir 2. Das heißt, wir könnten vielleicht eine aufteilen. Dann können wir hier 4 Farmen hinstellen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Dann können wir da 4 kleine Farmen hinstellen. Von irgendwas, wo wir nicht so einen Riesenplot von brauchen. Das heißt, wir krallen uns mal Dirt. Dirt, Dirt. Dirt. Buckets für Wasser. Welches Upgrade brauche ich denn da dann? Ich glaube, das Max-Upgrade würde reichen. Man versorgt sozusagen ein Harvester, alle Farmen gleichzeitig. Ich gucke natürlich mal wieder ins falsche Terminal. Und die brauchen jetzt zum Glück keinen Planter. Das heißt, da müssten wir uns keine Gedanken machen. Zu tief. Hier ist gut. So, ihr steht doch schon mittig. Ich muss alles, was ich machen muss, ist den hier dazustellen. Ja. Dir einen Upgrade geben. Ja. Und dich mit ans Stromnetz schließen. Wunderbar. So, so, so. So. Das ist die Grenze für unsere Farm. Habe ich noch Torches dabei? Habe ich natürlich nicht. Warum auch? Buckets habe ich hier drin.
Und der Server hat sich verabschiedet. Why? Wieso passiert das in letzter Zeit? Das ist doch zum Heulen. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn der Server wieder da ist. Und dann werden wir die Episode dann weitermachen. Also dann. So, der Server ist wieder da. Der hatte anscheinend einfach nur einen kurzen Neustart. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Aber das soll uns ja nicht stören. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Kommunikation mit anderen Menschen. Du bist auch Dauergast. Ja, ich nehme so gut wie nur am Wochenende auf. In der Woche bin ich gar nicht bis gar nicht da. Also so eher gar nicht. Wieso habe ich nur ein Bucket dabei? Nervisch. Wie machen wir denn das am besten? Sorgen, dass die Farm zu groß wird und wir dann einfach viel zu viel Zuckerrohr haben, was wir gar nicht brauchen. Aber das werden wir ja sehen. Das wird sich zeigen. Da springt die Farmmaschine an für die Baumfarm. Sehr aktives Geld. More water und mal den Zaun ein bisschen weggehen von dieser Baumabernte-Wahnsinn-Maschine. Das ist auch der Grund, warum ich das Ganze im Keller verstecke. Weil zu laut. Eindeutig zu laut. Oh, das gewinnt immer wieder. Yay! Bisschen Licht machen. Jetzt sieht man noch mal wieder was. So, unsere Zuckerproduktion. Wir werden wahrscheinlich für irgendwas noch Zucker brauchen, aber momentan brauchen wir es eigentlich nur für unsere Potions und die werden wir so gut wie nie verwenden. Also nur sehr selten verwenden. Aber ist doch nicht schlecht, wenn wir da welche haben. So. Dahin. 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 Geschafft.
So. Das heißt, hier können wir jetzt hier... 1, 2... Nee, das wollte ich nicht. So, Zuckerrohr. Mal, was da läuft. Sehr gut. Das heißt, was wir jetzt noch brauchen, sind diese Water Bottles. Er weiß, wie man Bottles herstellt. Nee, weiß er noch nicht, das haben wir noch nicht beigebracht. Nein, nicht so rum, sondern so rum. Jetzt weiß er, wie man Bottles herstellt. Er weiß aber noch nicht, wie er die befüllt. Nämlich... weg. Werde ich dir jetzt beibringen. Kennen wir eine? Wie du aus der hier und die hier machst. Das ist unser Ziel. Und zwar, wie man jetzt hier einmal auf den Druck R. Und das ist Wasser. Das ist auch Wasser. Nein. Irgendwie sagt er mir immer, wie ich Wasser crafte. Das ist nicht das Ziel, was ich haben wollte. Wir brauchen dafür ein... ist das ein Aqua-Akkumulator? Nee, ein Fluid Transposer. Fluid Transposer. Den Spaß wohl. Der braucht ein Bucket. Ganz einfach. Der braucht einen davon. Achso. Scheint aber nicht richtig gedrückt. War schon verzweifelt, warum man das Eisen nicht findet. Sehr gut. Dann braucht er eine konstante Wasserversorgung. Dafür haben wir ja unsere Notes. Können wir einfach mal so eine nehmen. Dafür uns wieder der Bucket. Einer mit Note her. Dann Pipe. Energie. ME-Cable haben wir. Der Level-Emitter, den brauchen wir nicht. Aber wir brauchen zwei Interfaces. Gib mir Interface. Sehr schön. Das packen wir auf jeden Fall in den Keller, weil hier oben das geht uns langsam der Platz aus von Maschinen, die wir irgendwo hinstellen können. Das stellen wir doch einfach mal hier mit oben drauf. Ihr seid Export-Buses da auch drunter, ne? Ja, seid ihr. Das wird hier einfach mal unsere Wall of Crafting. So, du kriegst von hinten Wasserversorgung. Links kriegst du die, rechts packst du raus. Ist oben und unten kriegst du gar nichts. So. So, die sind auch schon direkt ans Netz angeschlossen. Das heißt, du kannst aus dem hier das da machen. Den können wir später auch noch sagen, wie man... Water Buckets macht und alles, was man mit Wasser befüllen kann. Darum soll der sich kümmern. Das können wir eigentlich jetzt gleich mitmachen. Wo ich schon mal da beim Hoch- und Runterfliegen bin. Ich habe ja Buckets dabei. Warum mache ich das mit dem nicht so? Du kannst aus denen. Kannst du den machen? Ist das nicht cool? Wo habe ich denn meinen Hammer hingepackt? Das ist nicht die richtige Chest. Wo ist die Tasche, die ich suche? Da ist die Tasche, die ich suche. Mein Hammer ist da. Und runter und nach da hinten.
So, da weiß er, dass er mit der Maschine interagieren soll. Was ihm jetzt noch fehlt, ist Strom und Wasser. Ist er dabei, ist hier hinten. Schließe ich mich einfach an die Note mit an. Hat er hier sein Wasser? Und einmal zuwinken und einmal Strom. Das wird eigentlich nichts sein. Cover. Ich brauche Cover. Give me more cover. Egal welches Cover, das verschwindet eh hinter der Wand, das sieht man nicht. Hier, komm mal her, die hier. Fassads können wir weg. Ich möchte nicht, dass die Rohre connecten. So. So, kommt zu. So, so, so. So. Ah, du passt zwar optisch nicht so rein, aber wenn ich mit einem Loch in der Mitte machen, sollte das eigentlich ja passen. Ah, da, 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 da. Dann haben wir hier 8. Oh, das sieht doch ganz okay aus. Das kann sich doch sehen lassen. Er hat volle Energie und er hat voll Fluid. Das heißt, wenn wir da oben jetzt volle Water Bottle requesten, sollten wir volle Water Bottle kriegen. Ich bin mal ganz geizig und sage, crafte mir mal ein komplettes Dryer Set. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegt ihr das ohne Probleme hin oder hapert es irgendwo? Oh, das ging schnell. Das ging viel schneller als erwartet. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Dreier-Set Epic Mana-Tränke. Was uns das bringt, ist ganz einfach. Wenn wir jetzt hier mit dem Blitzeln ein bisschen rumblitzeln. Sehen wir ja rechts unten, dass unsere Mana-Bar leer ist. Und jetzt, oh nein, wir haben keinen Mana mehr. Das heißt, dann nehmen wir unseren Mana-Trank. Machen den hier. Schnapp, schnapp, schnapp. Und voll ist das Mana wieder. Und wir kriegen jedes Mal sogar noch eine leere Glasbottle. Das Ding hat 3 Aufladungen. 2 sind jetzt noch über. Wunderbar. Was wir jetzt nämlich einstellen können ist, dass ich mir nochmal sagen, crafte mir immer nochmal ein Mana-Ding. Eine, 2, 3 und flupp, alle zusammen. Und jetzt, wir haben hier unsere Versorgungskiste. Da kann das und das raus. Das brauchen wir auf keinen Fall mehr. Aber wir können... Die lassen sich leider nicht stacken. Wir können ja aber immer sagen, behalten wir bitte 3 davon immer konstant in unserer Kiste. Ja, das brauchst du auch nicht mehr reinsaugen, das brauchst du auch nicht mehr reinsaugen. Was du aber reinsaugen kannst, sind bitte 3 davon. So, 1, 2. Gleich sollte das dritte kommen. Und dadurch, dass hier dann immer noch 3 in Reserve sind, also hier, das Ergebnis ist, hier werden 3 drin sein. Hier werden 3 drin sein. Das sollte für Mana für uns absolut kein Problem mehr sein. Das wird dann reichen forever. Ja, da fängt der Zucker an zu mangeln. Das dachte ich mir. Aber unsere Farm hat unten noch nichts abgeworfen. Das heißt, du kannst... du idelst jetzt einfach mal eine ganze Zeit lang rum. So, damit haben wir jetzt eine konstante Mana-Versorgung. Mal sehen, wir haben noch ein paar Spells mehr. Wir haben irgendwo noch einen Heal-Spell.
Wer sind denn die Dinger? Wenn ich Arc Magica eingebe, habe ich anscheinend nicht im System. Wo habe ich denn mein Heal-Spell rumliegen? In der Pouch? Ja, in der Pouch. Wenn ich mich also jetzt die ganze Zeit heilen möchte. Ich heile mich und heile mich und heile mich und heile mich und heile mich. Und oh mein Gott, ich habe kein Mana mehr. Kein Problem. Ich habe wieder Fluss Mana. Damit lässt sich doch einiges machen. Das heißt, wir werden nächste Folge uns mal weiter mit Arc Magica auseinandersetzen und gucken, was wir so Tolles sind. Toll, das ist jetzt gerade anfängt zu regnen. Und gucken, was wir so Tolles noch machen können, wie wir noch an ein paar Spellrezepte rankommen. Ich versuche derweil dumm einfach rumzucraften und noch ein paar Level zu kriegen. Das war mal ein echt kurzer Regen. Ich versuche derweil noch ein bisschen rumzucasten und ein paar Level zu kriegen, damit wir da auch was Interessantes machen können. Weil ich denke mal, dieses stumpfe Rumfliegen und einfach dumm durch die Gegend casten ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich onscreen machen muss. Weil das im Endeffekt genau das ist, was ich jetzt gerade die ganze Zeit tue. Nicht die sinnigste Art, um am Level ranzukommen, aber für die ersten paar Level auf jeden Fall die schnellste Möglichkeit. Gut, dann kann ich nur eins sagen, see you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, that's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.